Woche 1 Versöhnung mit der äußeren Welt. Rückzug aus Angst ist kein Frieden. Es ist isoliertes Alleinsein. Wahre, heilige Verbundenheit, das Einlassen auf die Gottesliebe, bedarf, dass der Flüchtende sich nicht mehr nur nach der Freiheit und Linderung sehnt, weil hinter ihm eine gähnende Leere und Ungemach lauert. Religion verspricht eine glorreiche Zukunft. Das macht sie natürlich auch anziehend für Unzufriedene, in welchen dann eine Bereitschaft für die vollständige Hingabe geboren wird. Nicht aus der durchdrungenen Liebe heraus, wie beim Mystiker, sondern aus einem eigensüchtigen Bedürfnis, aus einem erlebten Mangel heraus. Die Wucht, die Verheißung der Zukunft wird verstärkt durch die Entwertung des hiesigen Umfeldes. Darum bewerten tradierte Religionen die materielle Welt sehr oft negativ. Die praktizierte Zufriedenheit, die sich nicht mehr an den Gegebenheiten der Außenwelt orientiert, ist aber eine wesentliche Grundlage für eine gesunde Spiritualität. Denn sonst wird der Zugang zum Heiligen nur instrumentalisiert für das Entweichen aus der Banalität und das Entkommen aus dem Leidenstal der Welt. Wenn die Zuwendung zu Gott, zu Radha Krishna, nur vom Leiden und der Angst vor der Welt motiviert ist, entsteht aus dieser Abneigung heraus ein ständiger Kampf, welcher einen, wie jedes Spannungsfeld, immer an die Oberfläche treibt. Dann wird Bhakti verunmöglicht, denn diese entspringt nie einer Abwehrhaltung gegen irgendetwas, sondern immer nur der Faszination, Krishna zu erfreuen. Sie setzt also die Versöhnung mit der Welt voraus. Aus empfundener Not, körperlichen Gebrechen oder auch der Unfähigkeit, die Freude der Welt zu empfinden, formen Religionen schnell eine Tugend und schöne fromme Worte eine Leidensmystik. So tarnen sie eigentlich eine zutiefst diesseits feindliche Weltanschauung. Diese düstere Haltung versteht Siechtum und Leiden als Naturzustand des Menschen. Anstatt sich kreativ mit den gegebenen Umständen auseinanderzusetzen, benutzt die Religion diese Beschwerlichkeit vorschnell als willkommene Indizien für ein wertloses irdisches Leben. Doch jede Form der Dagegenstemmung ist ein Klebstoff der Verknüpfung. Zudem stellt die religiös legitimierte Form der Weltabneigung aufgrund erlebter Enttäuschung in ihr eine Instrumentalisierung der Religion dar, nämlich sich von dieser Welt zu verabschieden, um vor persönlichem Leiden verschont zu bleiben. Deshalb ist die Voraussetzung für Bhakti die Kontaktlosigkeit zum Leiden. Unabhängig davon, ob die schwierigen Umstände im Außen weiterhin noch existieren oder nicht. Gottes Hingabe meint nicht, dass alles in der äußerlichen Welt gut zu werden hat, sondern nur, dass der Kampf mit ihr eingestellt wird und dass eine Annahme geschehen darf. Diese macht einen feinfühlig für das Durchleuchten einer tieferen Ordnung und Führung. In der Bhakti selbst lässt sich eine solche Freude entdecken, dass die Idee einer Erleichterung von der Beschwerlichkeit im Umgang mit der Welt oder Befreiung von ihr gänzlich peripher wird. Deshalb beten entzündete Bhaktas einfach: O Krishna, ich möchte einfach
Geburt für Geburt, in deinem Seva beschäftigt sein. In dieser Kombination, inmitten der Welt zu leben und sich innerlich gelöst von allem zu erleben, liegt tiefe Befriedigung. Sie stellt die Grundlage für ein gesundes Innenleben dar. Das Weltleben dient dann nicht mehr der Verkrallung, der Identitätsstiftung oder der Erhöhung des verschütteten Selbstwertes. Und das spirituelle Leben ist nicht mehr die Reaktion auf die Unzulänglichkeit und Banalität des Alltags, zu welcher man eine Abwehr verspürt. Auf dem gesunden inneren Weg ist jegliche Abneigung zur weltlichen Existenz entschwunden. Es ist die Versöhnung mit dem Hiersein, welches unerwartet die Tore zu Radha Krishnas Lila eröffnet. Inwiefern kann man dann die materielle und die spirituelle Welt als eins betrachten? Gemäß dem eigenen Bewusstsein wird man auch eine Erfahrungswirklichkeit wahrnehmen. Wenn die Weltanschauungen um einen selber kreisen, um die eigenen Interessen und Wertvorstellungen, erlebt man sich als Bewohner der materiellen Welten. Wer das Zentrum gänzlich in Gott sieht und alle Dinge auf ihn hinbezieht, lebt nicht mehr in einer Sphäre der Abtrennung. Eine solche Seele lebt in der Gottesbeziehung und damit in der Ewigkeit. Nicht-Dualität wird von Anhängern des Neo-Advaita verstanden als ein Zustand, in welchem jede Vielfalt in eine Einheit eingeschmolzen ist. Denn sie verstehen die Vielheit als die Ursache von Störungen und Leiden, weshalb man sie als Bedrohung wahrnimmt und einfach eine statische Einheit hineinnivellieren möchte. Aus theistischer Perspektive bedeutet Nicht-Dualität, dass es keine Svatantra-Vastu, dass es keine Substanz oder Entität unabhängig von Krishna gibt. Alles ist in ihm und stammt von ihm und ist von ihm durchdrungen. Dann ist die Vielheit auf einen alles umfassenden Bezug hin gerichtet und verliert jegliche Spannung. Konflikt tauchte nur auf, wenn man den zentralen Bezugspunkt Gott ignorierte. Da alles eine Beziehung zu ihm hat, bedeutet die Ausblendung von dieser die Maya, die große Täuschung. Denn man würde seine Absicht der Schöpfung umgehen und der Welt eine eigene Zweckbestimmung überstülpen. Die Freude und Liebe der spirituellen Welt können aber bereits inmitten dieser Welt erlernt und ausgedrückt werden. Ganz wird der Mensch, wenn er nicht mehr zersplittert ist in die Gegensatzpaare, sondern wenn er vor Krishna alles, was in ihm ist, in eine Einheit bringen kann. Das ist die Einfachheit, Saralata, von welcher die Heiligen sprechen. Der einfache Mensch ist also derjenige, welcher ganz wird, indem er alles, was ihn umgibt, und die gesamte materielle Welt in die eine Ausrichtung auf Gott hin integriert. Der Zweck der irdischen Schönheit besteht darin, im empfindungsfähigen und erkennen wollenden Menschen die Erinnerung an die Urbilder zu wecken und auf diese Weise den Weg aus dem Vergessen heraus zu ebnen. Für den wachen Menschen ist jeder Stein, jede Blume ein übersinnliches Zeugnis von Gottes Unendlichkeit. Alles um einen herum
einschließlich jeder Bewegung seines Körpers und der Gestirne sind Zeugnis von Gott selber. Inmitten einer solchen Welt, in welcher alles von Gott zeugt, vermag der Mensch aufgrund Krishnas illusionierender Kraft dennoch eingleisig auf horizontale Weise zu leben. Das Staunen darüber ist bereits wieder ein Schauen auf Krishna hin, welcher dadurch den Schleier der Täuschung zu lichten beginnt. Man möchte nun lernen, Krishna in dem zu erkennen, was von ihm zeugt, also die gesamte Schöpfung. Die materielle Welt ist also nicht nur ein Ort der Verbannung, sondern zugleich ein Widerschein der Heimat. Man darf dabei nicht die äußere Welt vergöttlichen, aber in ihr die hineingelegte Spur wiederfinden. Diese ist direkt hinter dem Schleier der Erscheinungen und unter dem Strom der Formen. Auf eine Weise ist es komisch, dass man so viel Arrangierungen machen muss, um in der Welt das Leben des Körpers zu ermöglichen. Und zur gleichen Zeit zieht uns die Sehnsucht so klar in Richtung Goloka Vrindavan. Wenn diese beiden Tätigkeiten versöhnt und ohne Kampf gegeneinander nebeneinander existieren dürfen, beginnt die allmähliche Durchdringung der Tätigkeiten des Körpererhaltens von der feinen Lieblichkeit Radha Krishnas. In Klammer, Teilhard Desjardins nennt dies die Amorisation. Rumi erzählt die wunderschöne Geschichte von Sulaika, einer ägyptischen Königstochter, die in leidenschaftlicher Liebe für Josef entbrannt wurde. Sulaika, sie gab allem, von der Raute bis zur Aloe, den einen Namen Josef. Die Welt wird nicht als eigenes Eigentum für Selbstinteressen vereinnahmt, aber auch nicht als falsch und unwirklich zurückgewiesen, sondern dem Urquell gewidmet. Somit wird jede Interaktion mit der Welt zu einem Austausch mit Gott. Nicht in einem pantheistischen Sinne, sondern effektiv zum Du Gottes.